Wie stark bedrückt der Koran den Sünder, wenn er ihn hört? Und wie stark bedrückt das Gebet den sündigen Heuchler? Das Gebet und der Koran bedrücken diese Person so sehr. Du siehst ihn sitzen und stundenlang am Handy schreiben oder stehend Gespräche führen. Doch wenn er für ein paar Minuten hinter dem Imam steht, ist es so, als würde ein Berg auf seinen Schultern und seinem Herzen lasten. Dies sind Krankheiten des Herzens und wir suchen Zuflucht bei Allah subhanahu wa ta'ala vor ihnen. Wenn du dein Herz testen möchtest, prüfe es, wenn der Koran rezitiert wird. Bedrückt es dein Herz oder nicht? Hat es eine Wirkung auf dich oder fliegt es an dir vorbei? Prüfe dein Herz während der Ibada. Bist du konzentriert oder abgelenkt? Prüfe dein Herz, wenn du dein Adhkar in den Morgenstunden aufsagst. Liebst du es oder willst du es schnell hinter dir bringen? Prüfe dein Herz, wenn du zum Gebet aufstehst. Liebst du es, das Gebet zu verrichten oder fällt es dir schwer? Wenn dir das alles schwerfällt, dann bitte Allah darum, dass er die Härte von deinem Herzen entfernt und es mit Sanftheit ersetzt. Denn dies ist ein Beweis dafür, meine lieben Brüder und meine lieben Schwestern, dass die Jahiliyyah immer noch in deinem Herzen und in deiner Seele verwurzelt ist. Diese Punkte zeigen uns auf, wo wir gerade bei Allah subhanahu wa ta'ala stehen. Wenn wir Filme, Serien oder Fußball schauen, dann spielt Zeit keine Rolle. Aber wenn wir den Koran hören, lange im Gebet stehen oder bei einem Vortrag sind, dann verfallen wir in Müdigkeit und die Last wird so schwer wie ein Berg auf unseren Schultern. In der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam war dies genau das Gegenteil. Ihre Tage waren voller Koran und Ibadah, darunter das Tragen der Botschaft des Islam. Ihre Nächte waren von unzähligen Gebeten und dem Weinen geprägt. Sie gingen ihren Pflichten, wie ihrer Arbeit und den Verantwortungen gegenüber ihrer Familie nach. Aber trotzdem war ihnen die Zeit in dieser Dunya zu kostbar, um sie mit sinnlosen Dingen zu verschwenden. Ihr Fokus war die Nähe und die Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala. Dies sehen wir schön an der Geschichte des edlen Gefährten Abdullah ibn Umar radiallahu anhu. Er war der Sohn von Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu und er nutzte jede Chance beim Propheten sallallahu alaihi wasallam zu lernen. Über ihn wird überliefert, jedes Mal, wenn er einen Koranvers rezitierte und hörte, in dem der Tag der Auferstehung erwähnt wird, weinte er, bis sein Bart von den vielen Tränen nass wurde. Nafi' überliefert dazu: Immer wenn Ibn Umar den Koran verst, ist es denn nicht Zeit für diejenigen, die den Glauben verinnerlicht haben, dass ihre Herzen in Ehrfurcht gegenüber der Ermahnung Allahs demütig sind? Rezitierte, weinte er, bis das Weinen ihn überwältigte. Dies ist nur ein Beispiel von vielen, das uns zeigt, wie die Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam den Islam verstanden und verinnerlicht hatten. Ihre Liebe zum Islam und gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala war ihnen wichtiger als alles andere. Mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, wann hast du zuletzt im Gebet geweint? Wann hast du dich das letzte Mal auf das Gemeinschaftsgebet in der Moschee gefreut? Und wie lange steht schon der Koran verstaubt in deinem Schrank? Ist es denn nicht an der Zeit, unsere Herzen wieder für diesen großartigen Dien aus seinem toten Zustand wiederzubeleben? Allah subhanahu wa ta'ala hat uns durch diesen Dien einen Weg der Glückseligkeit und des Lichts gezeigt, der uns zu einem Garten führt, den kein Auge gesehen, kein Ohr gehört und kein Mensch gefühlt hat. Deine Serien, Filme oder andere Zeitverschwendungen bringen dir keinen Nutzen und sie bringen dich erst recht nicht Allah subhanahu wa ta'ala näher. Jetzt ist die Zeit, sich zu verändern und das Licht des Islam in dein Herz reinzulassen, bevor ein Moment kommt, wo es schon zu spät ist und wir es dann bereuen. So lasst uns zu den Erfolgreichen gehören, die sich diesen Lohn nicht entgehen lassen, nur für ein paar Jahre des sinnlosen Zeitvertreibs.